Hallo Herr Schrank, wie Sie sehen, ist es hier jetzt ein bisschen turbulent und in etwa 2 Stunden stehen Sie dann auf der Bühne vor etwa 2000 Leuten. Wie bedeutend ist für Sie so ein Tag und diese Art von Veranstaltung? Was wünschen Sie sich von diesem Tag? Hat eine relativ große Bedeutung, sehen Sie einfach daran. Ich befinde mich gerade im Urlaub in Portugal an der Algarve und bin extra aus meinem Urlaub hierher gefahren, also hergeflogen. Muss nachher auch gleich wieder weg und das mache ich im Normalfall nur, wenn mir eine Sache wichtig ist. Was ist der Kern Ihres Referats heute? Ja, im Endeffekt sind 2 Sachen im Zeichen der Wahrheit, ist der grobe Begriff. Und der Vortrag, da geht es um Tricks der psychologischen Kriegsführung, wie die Menschen manipuliert werden. Da geht es um Begrifflichkeiten. Und was ganz frisch reinkommt, werden die Leute sich wahrscheinlich sehr freuen, ist die Sache mit der GEZ in Deutschland. Wir haben ja vor 1,5 Wochen ungefähr diese lang ersehnte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gehabt. Und ich hatte über die Thematik mein Buch geschrieben, die GEZ-Lüge. Viele Leute erwarten das auch von mir, haben mich darum gebeten unter unzähligen Mails. Das heißt, ich werde für einen kurzen Moment mein Referat etwas abändern am Anfang und werde dann da Dinge erzählen, die, glaube ich, sehr spannend sein wird für die Leute. Genau, diese GEZ-Lüge, genau, darüber haben Sie ja schon viele Sendungen gedreht und ist jetzt auch gerade ganz brandaktuelles Thema. Und ich weiß nicht, man hört ja so, dass immer mehr Menschen keine GEZ bezahlen. Wie begründen Sie das? Ja, also viele Menschen merken letztendlich, dass dort im Fernsehen Märchen erzählt werden, dass eine Kriegspropaganda sondergleichen im Gange. Nehmen wir mal einen aktuellen Fall. Vor 2 Tagen hat die Bild-Zeitung ja groß getitelt. Da ging es um die Frau von Assad. War die Titelüberschrift sinngemäß. Kann man dann schadenfrei sein, wenn diese mörderische Frau Assad Brustkrebs hat? Also so weit ist es mittlerweile schon gekommen. Also das ist Journalismus schlimmster Art. Und es gibt viele Leute, die sagen, nein, ich möchte es nicht mehr. Und unsere Botschaft war schon immer die, mit dem Gewissen das nicht zu vereinbaren. Und ich habe selbst einen Antrag gestellt, Klage eingereicht, warte noch auf den Termin aus Gewissensgründen, das nicht mehr zu bezahlen. Uns haben hunderttausende Leute, sind uns gefolgt mittlerweile. Es ist eine riesengroße Gemeinschaft entstanden, der Nichtzahler. Wie sieht Ihre Prognose für 2019 aus? Könnte das System GEZ kippen oder eher nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, obwohl es jetzt ein bisschen nicht schön sich anhört, ich glaube eher nicht. Wir befinden uns in einem großen Erwachungsprozess, hat nicht viel mit GEZ zu tun, sondern weltweit beim Bewusstsein der Menschen. Also das heißt, man muss sich vorstellen, viele sind in einem Tiefschlaf und es potenziert sich aber fast wie das exponentielle Wachstum. Dass also Menschen sagen, okay, es sind nicht nur die GEZ, es sind ja auch andere Dinge, wo man sagt, irgendwas haut hier nicht hin in dieser Gesellschaft. Aber bei vielen Leuten fehlt der Mut. Also ich habe festgestellt, muss ich auch ehrlicherweise sagen, die denken, ich schreibe jetzt einen Brief an die GEZ und dann bin ich raus. Das funktioniert aber nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn man diesen Weg geht, dann muss man aus dem Herzen gehen, dann muss man Zivilcourage zeigen und nicht einfach so nach dem Motto zu agieren, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also das heißt, wenn die Menschen Tatsache diesen Weg gehen, vom Bewusstsein her und sagen, ich handle aus dem Herzen, ich kann das mit meinem Gewissen nicht verwenden, dann kann es durchaus sein, dass da eine Veränderung kommt. Ich glaube aber nicht im nächsten Jahr. Wie wichtig ist diese Veranstaltung für so eine Bewusstseinsänderung? Ich würde mal sagen, mir fallen so spontan eigentlich keine Veranstaltungen ein in dieser Größenordnung wie die AZK. Gedanken sind Energien, sind Energiekörper letztendlich und wenn mehrere Menschen, viele Menschen zusammenkommen, dann verbinden sich auch die Gedanken und die Energien miteinander. Das ist ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, dass dieser heutige Tag unter einem extrem guten Stern steht. Und zwar aus dem Grund, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir haben heute eine partielle Sonnenfinsternis. Und zwar beginnt die 10.03 Uhr und wird bis 13 Uhr gehen. Das heißt, viele Leute, spirituelle Menschen sind der Meinung, heute ist der magischste Tag im ganzen Jahr. Es gibt heute Massenmeditationen weltweit, 11.11 Uhr in Berlin. Und wenn wir genau in dieser Energie diese Veranstaltung hier abhalten, ist, glaube ich, das Größte, was man machen kann. Und die AZK wird mit ihren 2.000, 3.000 Leuten auch einen Teil dazu beitragen. Und ich hoffe auch mit meinem Vortrag. Und was ist Ihre Motivation? Woher nehmen Sie die Kraft, da dran zu bleiben? Beruf kommt von Berufung. Das ist der innere Ruf, der in einem steckt. Das heißt also, in mir drin steckt ein Ruf. Ich fühle mich berufen, Dinge zu machen, die ich mache. Ich denke nicht über Arbeit nach, sondern Arbeit ist für mich keine Arbeit, sondern weder Künstler, Sänger, Maler. Gehe ich intuitiv an die Dinge ran und bin der Meinung, diese Energie trage ich auch nach außen. Und ich glaube, die Leute sollten anfangen, endlich meinen Verstand auszuschalten und auf ihre Intuition zu hören. Das ist aber nur machbar,
wenn Sie wirklich auf Ihr Herz hören und auch mal in die Stille gehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute hier zu reden. Und ich glaube, in einer Stunde, anderthalb Stunden bin ich auch ein bisschen wacher als jetzt. Ja, vielen Dank, Herr Schrank, dass Sie da sind und dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Vielen Dank.